Einbürgerungsfeier im Rathaus. 41 türkischstämmige Neuköllner werden heute deutsche Staatsbürger. Ein großer Moment für viele Familien. Bürgermeister Heinz Buschkowski nutzt jede Gelegenheit für einen Appell. Ohne Schulbildung laufe nichts in Deutschland. Also, kümmern Sie sich liebevoll um die Kinder und gucken Sie, dass Sie Ihre Nase im Buch haben und nicht vor dem Fernseher. Dann der Eid auf das Grundgesetz, noch mit Sprachschwierigkeiten. Ich finde feierlich, dass ich das Grundsatz und die Schütze. Grundsatz? Steht da Grundsatz? Diesem Sechstklässler fällt selbst das Ablesen der kurzen Formel schwer. 60% aller Kinder, die hier zur Schule gehen, verlassen die Schule bei den Migranten ohne Schulabschluss oder mit dem Hauptschulabschluss. Und dass der Hauptschulabschluss heute nicht mehr reicht, das wissen wir, zumal er oft auch nur ein Akt der pädagogischen Gnade des Lehrers ist. Viele Eltern erhoffen sich durch die Einbürgerung eine gute Zukunft für ihre Kinder. Doch wenn es in der Schule nicht läuft, beginnt ein Teufelskreis. Kein Abschluss, keine Lehre. Es droht ein Leben in der Kriminalität oder im sozialen Netz, solange dieses hält. Nachmittag in der Okerstraße. Sami und sein Kumpel mit dem langen Strafregister hängen ab. Zu Hause gibt es sowieso nur Ärger. Gab Streitigkeiten. So in der Schule habe ich meinen Lehrer bedroht, dass ich ihn abstechen werde. Sein Vater sei kein Vorbild für ihn, sagt der 15-Jährige. Der lebe von Hartz IV und kümmere sich nicht um ihn. Vor der deutschen Justiz fürchte er sich nicht. Ich sage, wie es ist, ich habe keine Angst vor dem Knast. Ich habe im Knast gut gelebt. Ich hatte alles, ich hatte mein Handy, ich hatte meinen DVD-Player, den tragbaren. Ich hatte alles, was man haben kann. Ich habe wie zu Hause gelebt. Von dem Knast habe ich keine Angst. Ich kenne da viele, ich kriege alles. Hausmeister Georg Friedrich Müller steht auf Kriegsfuß mit den Jugendlichen. Die haben dann hier gesessen und palavert. Und Müller hat sein Haus gesichert. Dann haben wir hier so ein Gitter drauf gemacht. Der tut nämlich weh am Hintern. Ja, und dann haben wir hier Videokamera reingemacht. Hat uns die Polizei geraten, weil wir hier zu viele böse Buben hatten. Vandalismus, Einbrüche. Hausmeister Müller hat reagiert. Da haben sie versucht einzubrechen. Die Kellerschächte sind zugeschweißt, damit da keiner mehr darin kann. Ich kümmere mich um meine Mieter. Ich habe ja viele Studentinnen. Ich habe ja Mieterinnen aus ganz Deutschland. Und da möchte ich nicht, dass die hier an der Tür vorne angepöbelt werden und. Und da kümmere ich mich halt drum. Von seiner eigenen Wohnung aus überwacht der Hausmeister die Kamera am Eingang. Wenn es dunkel wird, sitzt er fast täglich vor dem Bildschirm. Sein Haus, sagt er, sei sicher. Steffen Dupichai auf dem Weg zu einer Bürgerdiskussion. Er leitet den Polizeiabschnitt 55, zuständig für Nordneukölln. Hört täglich neue Klagen über das Verhalten der Jugendlichen hier. Und gerade hier in diesem Ballungszentrum erlebe ich, dass Jugendgruppen sich an die Straße stellen, den gesamten Bürgersteig belegen. Wenn man dort nur einmal sagt, dürfte ich mal ganz freundlich, dürfte ich bitte vorbei, kriegt man, ey, was willst du, alte Sau? Die Mutter berichtet auch von Erpressungen schon unter Grundschülern. Die Polizei setzt auf Prävention, zeigt Präsenz in den Schulen. Doch oft werden die Beamten selbst das Ziel von Beleidigungen. Also das stellen die Beamten auch ganz klar fest. Natürlich hat der Respekt ganz erheblich abgenommen in den letzten Jahren. Damit sich das ändert, wurde in Neukölln das sogenannte vereinfachte Jugendverfahren eingeführt. Kriminelle Jugendliche sollen sofort Konsequenzen spüren. Dieses vereinfachte Jugendverfahren, was wir jetzt anwenden, das ist ein Beispiel, wo wir uns auf diese Kernaufgabe konzentrieren. Ganz schnell mit den Jugendlichen voranzuschreiten. Dass wir sie schnell vernehmen, schnell zur Staatsanwaltschaft übergeben und es schnell zu einer Verurteilung kommt. Also da konzentrieren wir uns auf die Kernaufgabe, schnell und intensiv tätig zu werden. Die Okerstraße, Freitagnacht. Seit einigen Monaten gibt es das sogenannte Mitternachtsboxen, organisiert von den Sozialarbeitern. Der Hintergedanke, wer hier boxt, prügelt sich nicht auf der Straße. Jungs, jemand hat ein Messer oder irgendwas? Nee, was? Nein, keiner Messer. Okay. Alles Kontrolle. Wenn ich so denke, dann lass mich nicht. Vor dem Training werden die Jugendlichen nach Messern durchsucht. Für Sozialarbeiter Manfred Steffens und seinen Kollegen Mohammed Mansour reiner Selbstschutz. Sie haben alle Messer, diese Klappmesser. Die mittlerweile lassen sie ihre Messer freitags zu Hause. Ein Erfolg. So weiß man, wenn hier die Rippen kriegst, weißt du Bescheid.
Die Jugendlichen sind alle Polizei bekannt. Einige sind vorbestraft wegen schwerer Gewaltdelikte. Steffens war früher Profiboxer. Bei den Jungs legt er harte Bandagen an. Wenn die Scheiße bauen, kriegen sie was vom Kopf. Das geht nur so. Du musst klare Regeln, Normen ansagen und so, wie es läuft, ist okay. Und du musst ihnen natürlich was zeigen. Respekt und Fairness will man den jungen Männern hier beibringen. Bei Sami scheint die Rechnung aufzugehen. Seit einiger Zeit sind in seinem Strafregister keine neuen Einträge hinzugekommen. Ja, Maggie, du hast die Linke. Sonst gehen sie saufen und jetzt trainieren sie. Die fallen da um und gehen ins Bett und schlafen schön. Und machen keine Scheiße mehr, das ist gut. Die Jugendlichen gehen mit dem Gefühl, dass sich jemand um sie kümmert. Ein neues Angebot für ein Leben außerhalb von Kriminalität und Gewalt ist gemacht. Ob sie es annehmen, werden junge Männer selbst entscheiden. Westside!